Hallo und herzlich willkommen. Heute ist dein erster Tag als Zerspanungsmechaniker bei König und Bauer. Am Empfang erwartet man dich schon. Schau dich hier also nicht zu lange um. So, dann habe ich hier noch deinen Besucherausweis und da vorne kommen auch schon Luca und Simon, die dich heute begleiten werden. Einen schönen Tag. Hi, ich bin der Simon. Das ist der Luca. Deinen Ausweis hast du ja schon bekommen. Lass uns losgehen. Wir haben gerade den Auftrag bekommen, dieses Gehäuse zu fertigen aus diesem Rohling. Dazu müssen wir die Maschine programmieren und einrichten. Wie du hier siehst, hast du als Zerspanungsmechaniker die Aufgabe, verschiedenste Werkstücke herzustellen. Dabei wirst du durch modernste Technik unterstützt. Jetzt montieren wir noch die passenden Werkzeuge und dann kann es auch schon losgehen. Wie du die computergesteuerten Maschinen richtig programmierst und die passenden Werkzeuge auswählst, kannst du hier lernen. Um mit den Maschinen, Werkzeugen und Werkstoffen richtig arbeiten zu können, ist gutes technisches Verständnis notwendig. Hierbei wirst du durch deine Ausbilder tatkräftig unterstützt. Deine Ausbildung findet hier in den Ausbildungswerkstätten der Werkberufsschule und im Werk statt. Aber zurück zur Arbeit. Schauen wir mal, ob alles funktioniert. Jetzt musst du den Fräser einmal um 360 Grad drehen, damit die Kamera den größten Durchmesser vom Fräser erkennt. Okay. Und natürlich hast du dir jetzt auch mal eine Pause verdient. Neben dem gemeinsamen Essen steht heute noch eine Partie Kicker auf dem Plan. Vor der Pause haben wir unsere Maschine gerüstet, unser Werkzeug zusammengebaut und unser Teil eingespannt. Jetzt sind wir bereit und können anfangen. Wenn du diesen Knopf hier drückst, startet der Prozess. Wenn die Maschine fertig gelaufen ist und alle Maße passen, haben wir hier unser fertiges Werkstück. Wow, das sieht gut aus, oder? Und als Zerspanungsmechaniker kann man auch größere Maschinen bedienen, so wie diese hier. Nutz doch die Zeit noch ein wenig und schau dich hier in der Produktionshalle um. Hier gibt es einiges zu entdecken. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wo unsere gefertigten Teile eingebaut werden? Dann schau mal hier rüber. In diesen riesigen Druckmaschinen werden solche Teile eingebaut. Wir hoffen, du hattest einen schönen ersten Tag als Zerspanungsmechaniker bei König und Bauer. Wenn es dir gefallen hat, bewerb dich doch gerne bei uns.